Ja, hey, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zelda 2. In der letzten Folge haben wir einige Elite-Monster erledigt und jetzt machen wir uns mal auf zur optionalen Dungeon, nehme ich an, in Drellin. Weil da ist ja irgendwie ein Lager, irgendwie was schief gegangen. Und ja, gehen wir mal da hin. Ja, ich richte mal kurz noch mein Mikro aus, bitte nicht erschrecken. Wenn jetzt irgend so ein kommt. So. Ich weiß. Wo muss ich hin? Ich muss da zum Epsilon-See. Ja, wo muss ich hin? Ihr seid ja lustig. Ja. Visionäre Dunkelheit. Ah. Ach ja, Lager aus, genau. Meine Katze ist zurückgekehrt, okay. Sag doch gleich. Was, wie viel? Zweimal so viel? Okay. Lass mal ein paar verkaufen. Muss ich auch noch machen. Aber nicht in dieser Aufnahmesession. Lass mal meine goldenen Frosch hier verkaufen. So, zack, wieder 100.000. Kann ich hier was Neues herstellen? Nein. Okay. Ich hoffe, ich kann so Kolosseum offen wahrscheinlich. Sind hier so Katzen? Ja, das sind Getränke. Aus wie so Mini-Katzen, warum auch immer. Entschuldigung, Elise. Dann gucken wir mal. Oh Mann. Jetzt kommt wieder so ein geiles Optional-Dungeon oder was? Oh Mann, was hat denn? Das ist also der Ort, von dem Vera sprach. Ja. Ziemlich weitläufig. Ist das hier wirklich das Innere eines Lagerhauses? Warum wurden wir dann nicht davon abgehalten, es zu betreten? Wahrscheinlich will derjenige, der für die Barriere verantwortlich ist, uns hier drin haben. Ich glaube, das passende Wort dafür ist Falle. Und was jetzt, Mila? Hier nur rumzuschämen bringt uns auch nicht weiter, aber wir müssen der Sache selbst auf den Grund gehen. Ja. Los, gehen wir noch weiter hinein. Wahrscheinlich kann ich auch gar nicht hier raus, oder? Okay, gut. Josefs Vermutung. This place is beyond comprehension. Who would have made this and why? I wouldn't know about the reasons why, but I have a pretty good idea of who created this. You do? Think about it. Outside of Kronos, who could have possibly made something like this? Origins? Oh, the great spirit Shadow. Shadow? Shadow is the great spirit with the ability to manipulate darkness. He has the power to absorb anything. Er kommt auch in dem Spiel vor? What are his intentions? That I do not know. As far as I'm aware, the only spirit who's ever met Shadow is Asuka, the great spirit of light. Shadow must be awfully shy. I wish the answer was that simple, but I highly doubt it. Er ist auf jeden Fall nicht sehr gesprächig. Das weiß ich aus dem Phone, ja? Ja. Bis jetzt gibt es keinen offensichtlichen Einfluss auf die Realwelt, aber wir müssen achtsam bleiben. Oh je, noch eine Welt versteckt im Schatten der unteren. Wie ermüdend. Entschuldigung, ich weiß, ich sollte aufhören zu meckern. Warte. Ich bin mir ganz sicher, was hier los ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier los ist, aber ich habe dabei ein schlechtes Gefühl. Das ist ziemlich weitläufig, aber keine Panik. Nehmen wir uns Zeit und handeln wir mit Vernunft. Ja, ich bin die vernünftige Person, kennst du doch. Es ist eine unerwartete Situation. Gut, dass ich schon daran gewöhnt bin, das Unerwartete zu erwarten. Die Neugier ist die Katze tot. Ist der Katze tot? Gut, dass ich keine Katze bin. Apropos Katze. Kommando zurück, bitte. Ist doch bestimmt irgendwie so was. Muss da hier irgendwo eine hinschicken können. Okay, warten wir mal. Ich tiefer drin bin. Dass jemand so etwas mitten in der Stadt bauen konnte, der muss ja noch verrückter sein als ich. Ich habe damit kein Problem, solange ich mich nicht mit Mäusen oder Kakerlaken rumschlagen muss. Ja, spicken wir erstmal nur hier rein. Ich sage, hoffentlich kann man auch jederzeit wieder verschwinden.
Stärke der Freundschaftsbande wird nun auf die Probe gestellt. Ludger, what? Jude? Elise? Gaius. Sie ist die Person, neben der ihr zu kämpfen gelingt. 14.3. Inmitten von Illusionen und Schatten geht hinfort und sucht das Licht. Sollte die Aufgabe annehmen und erfolgreich sein, wird ihr eure Mühen gebührend belohnt. Eure Aufgabe lautet, berührt als erster eines der drei schwebenden Lichter, berührt als zweites alle drei schwebenden Lichter, berührt als drittes die Lichter in der folgenden Reihenfolge. Laterne, Kerze, Fackel. Laterne, Kerze, Fackel. Sonst noch Wünsche? Erstmal ein Licht, ne? Dann drei. Okay. Geht immer mal kurz aus dem Weg. Das ist eine Truhe oder auch. Meine Güte, was ist das hier? Oh Mann. Hinterhalt und Kampfverbündete, das ist ja geil. Oh, upsala. 082, ja. Oh meine Güte. Oh, Elise, wollte ich jetzt gar nicht. Entschuldigung. Es sollte wirklich keinen Grund geben, warum man dich nicht wollte, Elise, aber trotzdem. Ich muss auch meine Freundschaft mit den anderen noch hier stärken. Wer zieht mir die ganze Zeit nur eins ab? Sie sagt mir, dass die Gegner sind. Ist auch immer die gleiche Kombo, ein kann das sein. Voll langweilig. Babs. Waren wirklich so viele? Ja, okay, Kampfverbündete, aber trotzdem. So. Dämon Chaos. Ey. Doppelter Demon Fang. Dreifacher. Vierfacher. Fünffacher. Sechsfacher Demon Fang. Wenn ich mein Ding sein. Obwohl doch, ich setz mein Ding sein. Light Squall! Shining Torrent! Sehr gut. Boah, geil. Okay. Vielleicht kriege ich ja hier ein Horn des Einhorns, ne? Könnte ja sein. Schwarze Perle, hatte ich die schon mal? Nö. So, jetzt möchte ich das gerne mal öffnen. Dunkler Riss, oh. Was, ich krieg hier einfach Dings? Okay. Ich will einfach hier so Dings. So. Ich soll drei Lichter berühren. Eine Laterne, Kerze, Fackel berühren, glaube ich, ne? Waldbrand, was? Ich krieg hier Dings. Sogar neue. Da war ich ja doppelt. Mein Gott, den siehst du ja gar nicht. Das heißt ein Licht und dann drei Lichter hier hinten, oder? Wow, mein Gott, ich sehe die nicht. Laterne, Kerze, Fackel, das ist eine. Oh, jetzt habe ich das berührt. Verdammt. Okay. Sobald die drei aufsteigenden Lichter durchquert wurden, wird sich die nächste Tür öffnen. Ich habe einfach irgendwie Dingens bekommen hier. Alte Glocke, was? Eine geheimnisvolle Glocke, die nur in der illusionären Dunkelheit erlangt werden kann. Kann ich jetzt übrigens hier was hinschicken? Nö. Wo komme ich denn die letzten beiden dann? Die sind wahrscheinlich irgendwo hier drin versteckt, ne? Ich kann hier irgendwo mitten in der Dunkelheit suchen. So, ich habe schon wieder vergessen, was da von mir verlangt wurde. So, die drei Lichter, oder zwei Lichter, die ich jetzt noch durchqueren muss, ne? Da.
Geh mir aus dem Weg. Verdammter Dreck. Jetzt keine Flucht unmöglich. Boah, geil. Was? Wir hatten ja gerade so viel Schaden gemacht. 83. Liebesbeute. Was? Wir bekommen neue Sachen. Okay, nur damit jetzt wisst, die erste Möglichkeit, in der ich wieder rausgehen kann, werde ich wahrnehmen. So. Ich mache jetzt mal den hier. Wie eins. Was ist das denn? Wieso ein 1? Schwäche. Wieso ein 1? Warum bekommen die nur ein? Hä? Dadurch Gift bekommen sie Schaden. Ja, trotzdem, hä? Soll ich mich auf den Arm nehmen? Wie soll ich denn das machen? Oh Mann, ey, Hilfe! Aber die Viecher sind ja überhaupt nicht schnell, ne? Nein! Ja, der ist die ganze Zeit verwirrt. Ja, super, die machen uns fertig. Ja, wenn die brennen und Dings haben, Gift, dann ist das, glaube ich, gut, aber irgendwie bringt das dir nichts. Sag mir, bringt irgendwas. Verdammt, was ist das? Warte, warum sind jetzt alle tot? Ich habe den Kampf nicht verstanden, aber egal. Ja, ich möchte hier gerne wieder raus. Mir gefällt es nicht, die Gegner sind verdammt schwer. So, das muss ich überqueren. Und meine Güte. Da gehen wir aus dem Weg. Du auch. Ich mag euch nicht, da ist eine Kerze. Ich soll ja nur die Lichter durchqueren, oder? Was? Hä? Okay, dann berühre ich die Kerze. Zack. Und nun? Wie komme ich denn da hin? Was ist das hier für ein Ort? Boah, das wird überhaupt nicht nett sein, hier durchzuqueren, hier durchzurennen. Da muss ich mindestens Level 100 sein. Da, da ist so ein Ding, genau. Wie komme ich da hin? Wart. Wenn du überhaupt was? Hä? Überhaupt nicht weit. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Und überhaupt. Ich will nur wieder hier raus. Ma, lass mich hier raus. Sag mir nicht, ich muss hier alle Gegner töten. Dann ist er da genau wie in Symphonia. Rote Gegend. Ja, alle Gegner erledigen. Aber wenn das der Fall ist, werde ich hier bestimmt nicht weitermachen. Ich muss wahrscheinlich alle Gegner erledigen, ne? Vor allem, ich kann auch nicht flüchten. Dreck!
Aha. Geh weg, lass mich durch. Nein, 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 nein. Boah. Ich muss ja wahrscheinlich alle Gegner töten, ne? Ja, super. Ne, darauf habe ich jetzt gar keine Lust, ehrlich gesagt. Ja, mach schon wieder Hinterhalt. Also hier komme ich irgendwie zurück, wenn ich alles irgendwie erledigt habe. Ich kann nicht flüchten und so. Ich versuche gerade rauszugehen, wenn die dabei fällt. Also unter den Voraussetzungen gehe ich hier noch nicht um Eiern. Das könnte wahrscheinlich wieder lange dauern. Ja, verdammt kurz, je nachdem wie stark ich bin. Kann auch sein, dass ich dann voll überport bin. Wahrscheinlich kann ich auch hier irgendwie diese ganz versiegelten Waffen freischalten. Vielleicht werde ich mich ja ein bisschen informieren. Weiß nicht. Will ich ja ungern, aber weiß nicht. So. Dann tue ich auch extra Dinge einsetzen. Auch wenn ich das gerne einsetze. Sag mir nicht, ich muss echt alle töten. Genau wie in Dingens, wie in Symphonia. Was? Was? Was war da? Ich konnte aber untersuchen, Mann. Ah. Ah. Oh, wie wenig Schaden die nehmen. Die haben gar nicht so viel AP, sehe ich gerade. Oh nein, da ist schon wieder so ein Baum. Was? Warum? Ich dachte, ihr seid schwach gegen Dings. Was zum Teufel? Da muss ich echt mit stärkeren Waffen und so kommen. Keine Ahnung. Nein, haben wir mich auch Schaden. So, jetzt kann ich da irgendwo untersuchen. Lass mich da mal untersuchen, was konnte ich da machen? Ah. Sack. So einfach geht das. Keine Ahnung, einfach die Dinger hier. Das muss ich noch irgend so ein Licht finden, glaube ich. Boah, Gott sei Dank muss ich nicht alle Gegner hier erledigen. Das hat mich voll irgendwie demotiviert. So, ich muss noch hier so ein Licht. Dann springen wir einfach hier runter. Und wo muss ich jetzt hin? Ey. Ich verstehe es nicht, noch nicht. Erstmal hier ganz hoch wieder. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Nein! Oh. Und ich schon wieder. Ja, hier komme ich irgendwann später wieder, wenn ich voll überpowered bin. Das klingt nach einem guten Plan, oder? Den schönen Kolosseum machen oder so was. Mal schauen.
psychic restoration. Das war der nächste Part, wird mich wahrscheinlich ins Kolosseum bringen, weil ich hier, glaube ich, mich rausladen werde, wenn ich nicht bald an den Ausgang komme. Warum bekommt denn der jetzt so viel Schaden? So, ich möchte hier raus, bitte. Ich verstehe die Ecke hier nicht so. Irgendwas sammeln oder so. Kein Plan. So mit Spitze. Tiefer ins Land Kanan. Ich bin ja nicht gerade in Kanan. Wir wissen, wie ich hier weiterkomme. Mal blau Ding hier noch mal ein bisschen nach. Wahrscheinlich möchte ich doch alle Gegner erledigen. Das wäre voll doof. Meiner ganz unten blau war aber auch nichts. Und ist auch gar nicht so lang hier. Verdammt. Keine Ahnung, ich verstehe es irgendwie noch nicht so. Ich mal bitte hier runter. Wer weiß, was das bringt. Ich komme jetzt hier nochmal zur Spitze und dann weiß ich nicht weiter. Mit zwei Lichter durchquert und ja, weiß nicht, eine Kerze und eine Laterne gefunden oder was auch immer war, und ja, mehr kann ich auch nicht tun. Ich mal gucken, was ich hier machen muss, aber später. Aber ich bin noch verdammt gut beschäftigt, ey. So aussehen, was ich hier machen muss. Ich muss uns ein Elite-Monster noch mal erledigen. Kolosseum muss ich noch ein bisschen erledigen, also ist noch richtig viel übrig vom Spiel. Ja, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich habe jetzt auch keine Lust weiter zu kämpfen, ganz ehrlich. Deswegen lade ich mich hier einfach aus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xenia 2, wo ich wahrscheinlich mein Kolosseum ein bisschen aufräumen werde. Mal schauen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Bams.